Ja, ich freue mich so über mein Bevölkerungswachstum in SimCity. Hab die Steuern aber so gesenkt, dass ich kaum noch Geld verdiene. 1000 pro Stunde gerade noch. Ich muss die Steuern doch mal wieder ein bisschen erhöhen, weil das ist dann doch ein bisschen arg. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir finanziell aussieht, wie du so wirtschaftest. Ich verdiene 504 Simoleons muss ich zahlen pro Stunde. Ach, du machst Minus? Ich mach Minus. Ach, und schön. Ich habe auch irgendwie 150.000 Kredit aufgenommen, um die Stadt umzubauen. Es könnte sein, dass ich meine Stadt jetzt hier gerade mehr oder weniger in den Ruin führe. Weil ich habe halt ein bisschen umgebaut an den anderen. Du hast ein bisschen Stellen. Umgebaut? Ja, ich wollte neue Linien schaffen. Guck mir gerade mal die Dichtekarte an. Also das sieht... Es sind viele grüne Balken, die wollen alle. Das finde ich gut. Sollen die auch mal alle. Ich habe auch schon viele, ich sehe auch gerade, ich habe schon viele hohe Gebäudedichten. Da sind auch die ganzen Hochhäuser, das ist ja ganz gut. Hier können die ruhig mal ein bisschen aufsteigen. Man fragt sich halt manchmal, dass dann so ein Hochhaus daneben ist dann so ein Einfamilienhaus und die wollen halt nicht aufsteigen. Und du denkst immer so, ja, hä? Warum denn nicht? Steigt halt auf. Ich habe jetzt auch mal ein Shoppingangebot in dieser Stadt, fragen die sich. Aha, das fragen die sich also. Dann sorge ich halt mal ein bisschen für die Shopping. Dummen Fragen. Aber sie wollen Shopping im mittleren. Ah, okay. Hier ist doch Shopping. Was habt ihr denn? So. Deppen. Dann ja, gucke ich mal, ob ich jetzt hier, wo ich hier mal ein bisschen Shopping machen kann. Also Shopping-Möglichkeiten schaffen kann. Hier sind E2 kaputt, verlassenes Gebäude. Das sieht eh alles völlig gammelig aus hier in diesem einen Teil. Dann reiße ich das jetzt komplett ein hier. Industrie finde ich eh scheiße. So, Wasserturm mag ich auch derweil, nicht mehr. Wieder komplett pleite. Hab irgendwie einen 150.000 Dollar Kredit, glaube ich. oh, scheiße. Aufgenommen. Mhm. Und ich habe gerade mir irgendwie ein Minus erarbeitet von 2.000 noch was. Dollar pro Stunde. Ja, nee, jetzt ist es minus bei 1800. Musst du sonst aufpassen, sonst kannst du halt irgendwelche Sachen mal schließen. Die halt. Die Transportmittel sind halt zu teuer. Kannst ja auch Sachen schließen halt, Gebäude. Entweder temporär, indem du halt einfach die ausmachst. Dann kosten die halt pro Stunde nichts mehr. Ich hoffe einfach, dass die mehr einbringen. Ich habe jetzt lauter Orte, lauter Verkehrsmittel mehr oder weniger eingebaut oder zur Verfügung gestellt. Die müssten jetzt eigentlich die ganze Bewegung in der Stadt demnächst mal vorwärts bringen. So, hier ist die Wartezeit immer noch 84 Minuten hier oben. Und wie ist es beim Bus, die Wartezeit? Mein Bahnhof meckert halt... Ach nee, das ist die durchschnittliche Wartezeit für die ganze Stadt. Das ist aber auch Schwachsinn. Warum ist die immer noch bei 54? Ich habe jetzt die ganze Stadt so irre ausgerüstet mit... Ach nee, hier ist noch nicht alles. Mit Haltestellen und allem. Ja, bei mir meckert er halt gerade über... Oh, scheiße. Schmutziger. Ich krieg gerade eine Notmeldung. Ihre Warum? Stadt kann keine Fortschritte machen, bis die Probleme nicht... Was? Bis das Problem nicht behoben ist. Die Temposteuerung wurde deaktiviert, okay. Das ist also ein Notprogramm, weil sie ein Gebäude still. Ach, dann kann man sich angucken, welche Gebäude viel verlangen. Was habe ich noch? Erhöhen Sie die Steuern. Ja, dann machen wir es mal für die hohen Einkommen ein bisschen teurer. Irgendwas stimmt hier schon wieder nicht. Das Spiel schnallt irgendwas nicht. Ich habe halt einen Überschuss eigentlich an Strom. Und ich habe zur Sicherheit auch mal gesagt, er soll ruhig Strom kaufen, wenn er was braucht. Mhm. Mein Bahnhof macht aber einfach nicht auf. Steht geschlossen, wir brauchen Strom. Hä? Aber kaufe ich nicht sogar Strom von dir? Ich habe halt einen riesen Überschuss, steht ja hier auch. Und ich könnte auch in der Region noch mehr kaufen, habe ich auch mal angeschaltet, falls das nötig sein sollte. Aber er macht es halt einfach nicht. Und das ist halt ganz schöner Scheiß. Und ich frage mich halt schon, was das soll. Man sieht es halt nicht so. Und ein Wasserproblem kündigt er auch an. Dabei habe ich ein... Oh, jetzt habe ich ja wieder ein Minus. Dann baue ich das nochmal aus, aber es ist halt schon komisch. Dass er halt mit dem Strom da meckert. Naja, ich baue jetzt mal mein Wasser noch weiter aus. Ich krieg meinen Müll, ich werde meinen Müll zum Beispiel nicht los. Ich kann nicht mehr Müllfahrzeuge engagieren. Und ich habe aber, glaube ich, deine Müllfahrzeuge,
Die habe ich komplett in der Stadt. Ja, ich habe Unterstützung von deinen Einheiten. Aber habe ich denn besonders viel Bodenverschmutzung? Ist nicht unbedingt doll. Ach nee, siehst du, ich habe ja eigene Stromversorgung. Ich habe ja ein Ölkraftwerk hinten in die Ecke gebaut. Mhm. Das musste ich ja notfallmäßig auf meine eigentlich Vorzeigeinsel packen. Weil das hat ja von vorne bis hinten nicht funktioniert. Die Idee, dass ich hier hinten eine kleine Insel errichte, auf der ich dann irgendeinen Tourismusmagnet oder sowas, irgendwas Geiles hinstelle. Aber man kann ja diese blöde Insel nur bis zur Hälfte bebauen und jetzt ist da halt ein Kraftwerk drauf. Leute hatten auch geschrieben, dass man ein Atomkraftwerk da hinstellen könne und dass das, wenn man gut gebildete Sims hat, dass auch die Kernschmelzgefahr nicht so hoch ist. Allerdings würde das Atomkraftwerk dann auf einer Insel stehen. Und also wenn wir eines aus Fukushima gelernt haben, dann ist Küstennähe auch keine so gute Idee für Atomkraftwerke. Im letzten Patch soll angeblich die ganze Verkehrsführung verbessert worden sein. Ja. Ich weiß nicht, ob das auch beeinflusst, wie die Leute halt fahren, weil ich sehe immer noch, meine Klinik wird immer noch ziemlich gut frequentiert und in meinem Krankenhaus hat noch voll Platz. Da konnten dann eher mal da mehr Leute hin. Das ist auch so ein Ding, wo ich mich halt frage, warum das nicht stattfindet. Aber naja. Sollen erst mal immer mehr Leute einziehen, bis ich halt irgendwann mal mehr Leute habe, als ich offene Stellen habe. Darauf warte ich eigentlich so ein bisschen. Mal gucken, ich klick so ein bisschen. Oh, ich habe scheinbar einen riesigen Baufehler gemacht, indem ich eine. Oh, ich habe Arbeitslose. Ha! Endlich mal. Indem ich die Straßenbahn komisch fahren lasse, oder wie? Nee, Moment. Muss man, ob man Kreissysteme bauen muss für die Straßenbahn, damit die vernünftig funktionieren können, damit die sich nicht irgendwo blockieren? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das kann ich auch schwer sagen. Aber es kommen echt viele Leute auch aus außerhalb. Also jetzt inzwischen habe ich 474 Passagiere von außerhalb pro Tag. Wartezeiten sind immer noch blöd, aber es geht. Schauen wir doch mal. Was sagt der Strom? Oh, Ölvorräte knapp. Was ist denn jetzt los? Du musst da mal draufklicken, sonst dass die auch vom lokalen, vom weltweiten Global Markt kaufen. Hab ich ja, aber so. Na dann. Es geht einfach nur bergab. Scheiße, was mache ich denn, wenn das leer ist? Dann reiße ich es ab und stelle ein Atomkraftwerk hin, oder wie? Aber ich kann nicht schon wieder Kredite Platz aufnehmen. Das stimmt überhaupt nicht. Ich planiere hier mal ein paar Leute weg, die irgendwie nicht schnallen, dass ihr gefälligst ihre Wohnung aufrüsten sollen. Tschüss. Brauchen wir noch... Oh, ich habe inzwischen 82.000 Einwohner. Wie ist denn das passiert? Ich glaube, ich habe hier schon ewig nicht mehr richtig aufgepasst. Wie viel hast du? Brauchen wir noch irgendein Ministerium? Du möchtest eins anbauen? Dann kann ich dir gerne sagen, welche ich schon habe. Versorgung haben wir doch. Klar, also, ich habe gebaut... Versorgung. Ja. Verkehrs. Ja. Und Sicherheitsabteilung. Gut, okay, dann habe ich die anderen, das passt. Haben wir dann alle? Ja. Haben wir Tourismus? Haben wir, ja. Finanz, ja. Und Bildungsabteilung hast du auch dann. Ja, ich habe jetzt einen Hubschrauber. SimCopter One. Ja, habe ich mir auch gebaut. Das ist natürlich das Wichtigste. Das war total wichtig. Ja. Den letzten Krediten, die ich noch hatte, dass ich das mache. Was sagt die Schule? Ja, bei der Schule kann ich wieder nicht erkennen, ob die das ist total frech. Werden. Neben meinem riesen Rathaus und meinem Hubschrauberlandeplatz wohnt einer in seinem Trailer. Halt, wie heißt der? Baumgart. Wohnt da einfach billig. Baumgart. Wohnt billig in seinem Trailer. Ja, brauchst du aber keine Sorgen machen, der springt einfach irgendwann runter. Der wohnt da billig in seinem Trailer. Wie sieht denn das aus, direkt neben meinem geilen... weiß nicht, was ich davon halten soll. So, was mache ich denn mal? Das läuft irgendwie alles vor sich hin eigentlich ganz gut. Können wir ruhig mal auf 9% erhöhen. Industrie will ich ja eh nicht so viel haben gerade. Das will ich ja eventuell auslagern, können auch mal da die Steuern erhöhen. Oh, obwohl, das muss ich nicht übertreiben. So. Mein Bahnhof läuft immer noch nicht, weil er Strom braucht. Ja, bei mir läuft der Bahnhof. Kommt auch ein bisschen was. Kommt auch ein bisschen. Also das ist auch das einzige Gebäude in der ganzen Stadt, was halt über Strom meckert. Da kann irgendwas nicht stimmen einfach. Das einzige Gebäude weit und breit. Jetzt ist zwar mein Strom angeblich alle, aber ich kann ja immer noch was zukaufen. Vielleicht baue ich demnächst auch mal ein neues Kraftwerk. Ich könnte Forschungsprojekte starten, wenn ich Geld hätte. Aber, wie im echten Leben, habe ich kein Geld. Feuerwehr meckert immer noch, weil er mit Chemiebränden nicht so zufrieden ist. Aber Chemiebrände, was muss ich nochmal machen? Eine große Feuerwache habe ich doch, glaube ich, genau.
Die kann man ja erweitern, aber man braucht doch, genau, muss man eine Ingenieursuni in der Region haben, sonst kann ich eh keine Chemiebrände löschen. Ich gucke mal einfach in meine andere Stadt und werde jetzt da dann ein bisschen die Uni aufbauen und da vielleicht dann da versuchen, auch Industrie, dann Hightech-Industrie anzusiedeln in der Nähe der Uni. Das ist ja eigentlich auch was in echt ja tatsächlich dann oft stattfindet. Solche in München ist ja so Martinsried. Da haben die ja einen Teil der Uni, haben die ja da ausgelagert, um die ganze Bio-Sachen und so. Da sind ganz viele Biotech-Firmen auch in Martinsried. Viele Studenten sind da und so. Das klappt immer ganz gut. Vielleicht schaffe ich das dann hier auch mal, hier vorne alles Industrie zu machen und da hinten ein schönes Unigelände. Sonst ist ja eh nicht so viel Platz in dieser zweiten Stadt. Ich gucke mir erstmal an, wie ich hier auch die Gebiete verteilt habe. Ja, hier habe ich halt dummerweise dann irgendwie. Warum macht das Amphitheater bei mir so wahnsinnig viel Dreck? Was ist das für ein Quatsch? Das sei angeblich zu viele Keime bei mir in der Stadt. Was soll der Quatsch? Was erzählen die da? So, jetzt ist hier Brand und damit kommen sie irgendwie nicht zurecht. Ja, stopp. Ich will die Kann ich Kamera doch nicht nur drehen. Brandschutzleute von dir einkaufen? Moment mal. Ja, Einkauf nicht, kann dir welche zur Verfügung stellen, habe ich glaube ich Du gemacht. hast aber nur einen Feuerwehrwagen, der irgendwie zur Verfügung steht. Ich schau mal, was Michi derweil so anzubieten hat. Ach so, hä? Ach so, es gibt keine Straßenverbindung zur Stadt vorhin. Wählen Sie eine andere Stadt Ja, aus. ist total ätzend. Sie, Das ist das Problem, wir haben die, keine ach so, die dürfen nur Straßenverbindung. direkte Verbindungsstädte. Also, es darf nur eine Stadt mit dir in Verbindung treten, die direkt. Ja, irgendwie muss halt mit der Dings funktionieren, ne? Mit der Straße. Ja, aber können die nicht, man kann doch durch eine Stadt durchfahren oder so. Ja, aber es führt irgendwie keine direkte Verbindung einfach. Also auch nicht indirekt sozusagen. Es gibt einfach die Straße, es gibt keine Straßenverbindung dahin. Das ist super dämlich, aber es ist so. Was haben wir denn davon, dass wir jetzt dann in einer. Was ist denn bei mir los? Ich mach die erstmal aus. Es kostet mir zu viel Geld. Niedrige Grundstückspreise, Steuern zu hoch. Steuern zu hoch. Oh, jetzt wollen sie irgendwie rum. Ja, das geht jetzt nicht anders. Gewerbegebiet könnte ruhig mal ein bisschen mehr Steuern zahlen. Ich probiere jetzt Und einfach mal tatsächlich, ob ich in der zweiten schaffe, Industrie Industrie anzusiedeln. auch. So, bleiben wir jetzt ein bisschen plus. Und löschen mal ein paar Gebäude. So. Ich weiß nicht genau, wie ich meine kleinen Problemgebäude, die immer mal so zwischendurch irgendwo sind, die Problemgebäude. loswerde. Na, habe ich das falsche Haus weggelöscht? Okay. Das Gute ist, dass die Sims dann doch recht schnell sind, darin wieder neue Gebäude hochzuziehen. Das stimmt. Weil sonst hätte man teilweise ganz schöne Probleme. So. Was wollen die denn hier an Aufgaben? Stellen Sie eine große Feuerwache auf, ja? 5 Verbrecher? Nee, das machen wir nicht. Den Eiffelturm stellen wir auch nicht auf. Der ist zu teuer. Das Dunkle ist immer der Bedarf in der eigenen Stadt und In der Region. das Helle ist in der Region. Genau, in der Region haben wir ganz schön Bedarf an Industrie. Deswegen baue ich einfach mal Industrie und hoffe, dass dann die Leute von woanders herkommen. Und hier sollen dann gar keine Leute wohnen. Vielleicht hinten ein bisschen baue ich mir bei der Uni was Schönes auf, aber hier vorne Oh, sollen gar bei mir keine ist wohnen. Völkerwanderung angesagt. Bei dem einen Haus. Was ist denn da los? So, es ist Zeit für den Tee. Meine Armbanduhr ist kaputt. Halt, ich weiß, wir brauchen eine Turmuhr. Dann können wir alle unsere anderen Uhren wegschmeißen. Britische Pünktlichkeit wird mit 10.000 Geldeinheiten belohnt. Und was soll ich bauen? Stellen Sie den Big Ben auf, der wahrscheinlich fünfmal so viel kostet oder zehnmal so viel, wie mir hier diese 10.000 bringen. Was soll denn das? Halten die mich für bescheuert? Oh, das ist ein Verbrecher. Max's Man. Verletzte retten. Ja, mach das mal. Kann ich nicht Max's Man seine Basis ein bisschen ausbauen? Nee, Moment. Hä? Was ist denn So, jetzt bin ich mal los? gespannt, ob der Plan hier aufgeht. Oh, ist nicht genehmigt. Scheiße. Um Max's Man weiter verbessern zu können, ausbauen zu können, muss man ganz schön viel Popularität gewinnen. Das gelingt mir allerdings nicht. Hier hinten könnte ich mal das Haus noch löschen. Ist sonst noch irgendwas? So, zack. Wie schnell die jetzt auch darin sind, sich aus den Häusern zurückzuziehen, wenn
das ihnen da nicht so passt. Ihnen das nicht gefällt? Ja. Da, sind ja schnell wieder weg? Dann ist das Haus halt auch wirklich, ja, im Arsch. Moment, ist hier, was sagt er hier hinten? Das geht eigentlich sogar alles. Ah, das geht noch halbwegs. So, es wird hier überall Industrie angesiedelt bei mir. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Dann, also ich bin noch sehr am Experimentieren mit so einer zweiten Stadt. Kann auch sein, dass ich gleich mein Gemeindehaus nochmal umsetze und so. Aber es siedelt sich jetzt hier überall Industrie an. Schon tatsächlich. Und mal gucken, wie das so weitergeht. Ich weiß auch nicht, ich bin nicht ganz sicher, was dann die für Bedürfnisse haben, damit es halt alles da gut läuft, die Dichte und so weiter aufsteigt. Dann kann ich aber demnächst auch mal wieder die Uni anmachen hier. So, Forschungsprojekt starten. Den machen wir einfach mal an. Geschlossen, wir stellen neue Leute ein. Dann gucke ich mal einfach, ob das geht, dass ich hier warte, bis da neue Leute kommen. Die dann sich dann vielleicht da ansiedeln. Es müsste ja gehen. Es wohnen halt nur 30 Leute in der Stadt, aber es müssten doch auch dann Leute von außerhalb kommen, oder nicht? Und eigentlich da schon, ja. Arbeiten. Kann ich sonst hier so ein Wohnheim hinsetzen? Ja, ich könnte 500 diese, Leute rein. Ich könnte hier diese komische Riesenechse beschwören, die dann kommt und meine Stadt zerstört. Aber ich sage nein, danke. Ja, einladen. Das lassen wir mal. Ich glaube, meine Versorgung ist an sich ganz gut im Moment. Nur die Frage ist, wie sieht es denn hier mit dem Öl aus? Öl, ja, ich kriege irgendwie Öl aus dem Ausland. Und mit der Steuersituation bin ich eigentlich auch zufrieden. Wollen wir mal schauen, was die Bewohner so sagen. Beziehungsweise schauen wir mal kurz die Infotafeln durch. Ja, Mensch, ich würde gerne die Stadt irgendwie, der Stadt mehr Platz geben. Also ich müsste, wenn ich jetzt, glaube ich, optimieren will, dann muss ich sehr viel anfangen wegzureißen, umzubauen. Das will ich eigentlich gar nicht so sehr. Es tut mir auch immer total leid, wenn ich dann ein Gebäude wieder abreißen muss. Oh, hier sind sogar richtig große. Mein Gemeindehaus liegt halt überhaupt nicht schön bei mir. Das finde ich so ein bisschen schade. Mir leider auch nicht. Das habe ich ja ein bisschen einfach mal so hingebappt, weil ich halt irgendwie loslegen wollte am Anfang. Ja. Aber vielleicht mache ich das nochmal anders. Ich gucke jetzt mal, wo ich noch ein bisschen Leute ansiedeln kann. Hier hinten, die ganze Insel wird bei mir dann halt so eine Uni-Insel. Das versuche ich mal ein bisschen schön zu bauen. Ich habe doch jetzt hier auch wie heißt das hier? Das Wohnheim halt schön ans Wasser gelegt. Dann baue ich mal hier so ein kleines Wohngebiet. Vielleicht auch so ein bisschen für die, entweder die Profs, die dann da schön wohnen. Gucken, welche. Ups, nicht das Falsche. Nehmen wir, die können dann da vielleicht ganz gemütlich wohnen. Schauen wir mal, wie ich das hinkriege. So. Und dann kann man. Mit den Kreisen ist das ein bisschen komisch zu bauen. Ich finde, das ist dieses wie bei so einem Malprogramm, dass du immer, wenn du so einen Kreis baust, wäre es ja cooler, wenn man irgendwie den Mittelpunkt wählen könnte und dann halt langsam großziehen. Ja. Aber man muss ja immer. Man wählt einen ganz anderen Punkt. Man wählt ja so einen Randpunkt und muss von da aus dann gucken, ob das funktioniert. Ich finde das irgendwie immer so ein bisschen blöd, ehrlich gesagt, daraus. Ach ja, guck, jetzt will er bei mir auch, ihre Stadt ist pleite. Bla, bla, bla. Starten Sie mit einer neuen Stadt. Nehmen Sie eigentlich. Das ist halt auch ein geiler Vorschlag. So, hör auf mit dem Scheiß. Geh weg. So, wo kommt denn, wo ist denn bei mir, wo haben Sie denn Probleme? Also, wer möchte denn jetzt hier einen Park? Warum sagt er mir denn nicht, welche Gegend... Nee, was macht er denn jetzt? Das ist doch Quatsch. Moment. Das ist das falsche Menü. Nichts geht hier. Braucht mehr Geld. Was ist überhaupt mit meiner Krankensituation aus? Ja, es geht noch so halbwegs. Ja, ist ja super. So, wer will hier noch was? Zu viele Keime. Ja, jetzt heute nicht rum. Ja, hohe Steuern, das ist, die Superreichen beschweren sich über, weiß nicht, was habe ich jetzt hier, 12% Steuern. Das also, ist aber wie in echt. Also gerade die Superreichen ist dann so, hat dann, stimmt. Wie, ja. Was jetzt hier? Jetzt muss ich schon 12% bezahlen, das ist ja unglaublich. Ja, ja. Dabei lasse ich doch meine Angestellten für nichts schuften. Das ist übrigens realistisch dann mal. So, ich habe jetzt hier so schön Kreisverkehr gebaut. Ich sehe jetzt hier auch, was alles so kostet. Ich habe dir irgendwie 10.000 also geschenkt, hast du Leute irgendwann mal bekommen? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, das ist ja schon so lange her. Da waren wir alle so verzweifelt. Das Geld kam ja tatsächlich irgendwann hier in der Stadt an. Das hat ja bloß ewig gedauert. Das haben auch die Leute geschrieben, das ist halt wohl wirklich so, es dauert dann einfach 1.000 Jahre. Das ist halt total bescheuert. Weil er halt mit dem Server, das ist wohl das Problem, synchronisiert er ja die Daten.
Von der einen Stadt zieht das ab und dann zieht das an den Server und dann muss der erst sagen, oh, okay, und dann kommt es erst an der Stadt an. Das dauert halt unter Umständen halt richtig, richtig lange. So. Ach, jetzt habe ich hier draußen natürlich, können sie nicht wohnen. Das hab ich jetzt, ich habe die Straße so knapp gebaut. Was erzählen die denn hier mit den Keimen? Doch nicht so cool. Schwachsinn. Schade eigentlich. Hightech-Industrie. Ach, anderes haben wir gar nicht. Keine Facharbeiter? Was soll denn das? Ja, dann holt ihr euch halt aus irgendeiner anderen Stadt. Seid ihr doof? Also, schauen wir mal hier, was ist denn hier los? Das ist doch aber auch, das ist doch für alles gesorgt. Heulsusen sind das hier alles, ganz schöner. Das Kreistool macht überhaupt keinen Spaß, damit zu bauen. Man weiß jetzt nie, in welche Richtung er den Kreis aufzieht. Ich versuch's gerade. Manchmal ja, zieht er ihn nach rechts auf, manchmal nach links. Ne? Das ist ganz schön doof. Warum? Ja, genau. Also zieht ihn manchmal nach rechts, manchmal nach links auf. Jetzt habe ich es gerade, gucke ich mir das immer vorher an und überlege, okay, dann baue ich ihn von da nach da. Dann zieht er ihn halt völlig in der falschen Richtung auf. Dann, na gut, dann denke ich mir, dann baue ich ihn halt, fange ich an einer anderen Stelle an. Nein. Dann zieht er ihn auch wieder in die falsche Richtung auf. Kann ich Müll auslagern zu dir irgendwie? Muss halt gucken, ob ich das anbiete. Eine Chance. Warte mal. Ja. Nee, warte mal. Bereitgestellte Fahrzeuge, 16. Nee, ich stelle dir 16 Fahrzeuge zur Verfügung, aber wie sehe ich denn, wie viele ich von dir bekomme? Obwohl, das sieht eigentlich ganz okay aus. Ich glaube, das ist in Ordnung. Nee, das gefällt mir nicht. Ich reiß die Straße wieder komplett ab. Ja, ich habe halt falsch gedacht. Ich habe so einen Ring gebaut und dann habe ich ihn aber so groß gemacht, habe ich ihn aufs Maximale ausgedehnt. Mhm. Dann konnten die halt dann gar nicht mehr außen bauen, weil er zu groß war. Und das fand ich dann auch blöd. Das soll es ja eigentlich auch nicht sein. Die sollen ja auch außen an dem Ring bauen können. Innen und außen. So. So. So finde ich es jetzt schön. Ich würde trotzdem immer noch gerne eine Karte haben, auf der ich genau sehen kann, welches Gebäude hat welche Dichte und welche Einkommensstufe. Also zusammen. Weil ich kann ja auf dieser Karte mit Grundstückspreiskarte, da sehe ich ja nicht, ob das Gebäude da drauf wirklich tatsächlich diesen hohen Grundstückspreis hat. Aber hat es doch, ja doch hier. Das hat den unteren, obwohl es auf einer hellgrünen Fläche steht. Okay, wie kriege ich die Dichte hoch? Hm, weiß ich auch nicht. So, das ist einfach ein bisschen schön. Hier können schön ein paar Leute wohnen. Irgendwer will auch Parks haben. Ich weiß nicht genau, wer. So. Schauen wir mal, was es so an Parks gibt. Zack. Sollen die da mal einziehen? Verdienen schon wieder überhaupt kein Geld. Wurde ich gerade. Ich bin kurz davor die 100.000. Nee, jetzt doch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich bin kurz davor die 100.000 Einwohnermarke zu durchschlagen. Aber dem war gar nicht so. Ich baue mal einfach mir ganz günstig hier so ein Windkraftwerk hin. Das kostet nicht viel. Das kann ich später immer noch abreißen, wenn es nicht passt. Eigentlich habe ich ja gesagt, er soll Strom aus der Region kaufen. Achso, jetzt macht er es auch wieder, aber hat er eben irgendwie nicht gemacht. Vielleicht macht er das. Also immer so, als die maximale Baufläche, die ein Gebäude benötigt, die ist dann gar nicht so groß, oder? Wie bitte? Nochmal? Die maximale Baufläche, die so ein Gebäude benötigt, ist gar nicht dann so groß. Also die maximale? Man kann abschätzen. Schon verhältnismäßig kleine Karrees bauen. Das ist auch für den Verkehr aber nicht so gut, wenn du dann viele Kreuzungen hast. Da muss man ein bisschen drauf achten. Aber, warte mal, wie ist denn die Verkehrssituation? Boah, das geht aber eigentlich. Was wollen sie hier hinten haben? So, damit die Leute mal aus der Umgebung, jetzt muss ich halt gucken, wie ich die Leute aus der Umgebung halt hierher bekomme in die Stadt, ne? Mhm. Dann glaube ich, baue ich mir mal hier, die Straße. Oh, ein Recyclingzentrum wäre natürlich auch super. Na, die muss ich dann doch nochmal abreißen. Also das kann ich jetzt nicht machen, ne? Wenn ich jetzt eine Straße abreiße, sterben alle Gebäude dran. Ja, das ist ein bisschen. Ja, und manchmal ist es ja so, dass ich die Straße jetzt upgraden möchte zu dem anderen Typ. Also ich würde die abreißen und die anderen Typ hinsetzen. Das geht aber gar nicht, sonst geht das Gebäude ja futsch. Das ist ja ätzend. Also zu dem, wenn du aus einer normalen, warte mal, wie heißen sie? Aus einer Straße eine Hauptstraße machen willst, dann geht das so. Was ist, wenn ich das Gemeindehaus abreiße, was passiert dann eigentlich? Das mache ich jetzt einfach mal. Das weiß ich nicht. Aber siehst du, ich habe, glaube ich, vorhin irgendein Bürgermeisterhaus oder so gelöscht. Das könnte ich wieder hinstellen, oder? Genau, das Bürgermeisterhaus. So, eine Hauptstraße.
Baue ich jetzt mal hier hinten Vielleicht hin. Vielleicht kann ich hier hinten ein bisschen die Qualität... Ah, machen wir es einfach hier hinten. So, baue ich nämlich eine Hauptstraße, damit ich dann gut den Zug anbinden kann. Aber den kann man auch doch einfach so erstmal hinsetzen, okay. So, dann kommt hier schön der Bahnhof hin. Zack. Muss ich den nur noch verbinden, richtig, damit da eine gute Straßenanbindung ist. Zack. So. Gucken, ob das dann klappt, dass die Leute halt hier zum Arbeiten einmal herkommen, aber auch an die Uni. Die Uni ist halt immer noch geschlossen, weil sie keine Arbeiter finden. Hm. Die sollen doch aus einer anderen Stadt kommen. Ha, jetzt kommen sie. Ha, jetzt kommt's endlich. Jetzt. Wo siehst du denn das? Wenn du raufgehst einfach. Stand eben immer geschlossen, brauchen Leute. Ach so, okay. Und jetzt ist es endlich mal aufgegangen. Ha, okay. Vielleicht klappt das jetzt endlich mal. Dann baue ich hier so ein bisschen unten Industrie hin. Hier wohnen ein paar Leute und hier oben ist alles schön Uni. Dann habe ich hier auch die Hightech-Industrie halt in der Stadt, weil die ja dann direkt an der Uni ist. Hoffentlich klappt das so, wie ich mir das alles denke. Schauen wir mal. Ich bin böse, weil wir keinen Strom hatten. Ich frage mich jetzt aber auch, vielleicht kommen die überhaupt über die Technikstufe 1 nicht hinaus, weil gar keine kleine Schule da ist. Brauchen die das auch? Das weiß ich jetzt auch wieder nicht. Also ich glaube, du brauchst schon erstmal eine Vorschule, also eine Grundschule. Vielleicht mache ich das dann so, dass die paar Leutchen hier hinten... Die Leute können, glaube ich, nicht direkt zur Uni gehen. Nee, sie können aber woanders doch herkommen. Also dass diese Technikstufe, so. Das ist alles immer so ein bisschen... Aber naja, ich baue mir jetzt mal hier einfach eine kleine Schule hin und einfach... Ich weiß nicht, ob das Problem existiert, aber ich vorsorglich versuche ich das mal zu umgehen, indem ich da so eine Grundschule baue. Wo kann ich denn hier mal schön hin eine Grundschule hinsetzen? Kommt die in die Nähe von dem Campus dann mit damit hin? Oder gehört die dann einfach hier mit hin zu dem? Die High-Class-Leute möchten bei mir gerne schönere Parks bekommen. Jetzt schaue ich mal ganz kurz, wo die dann überhaupt so wohnen, die Hochkarätigen. Vielleicht hier hinten. Das finde ich echt doof mit den Parks, dass man die nicht... Ja doch, man kann das später doch. Ich habe das ist gar nicht so leicht zu verstehen. Da kommt man von alleine auch nicht drauf. Ist ganz witzig. Du kannst schon Parks dann in die Mitte bauen rein. Und zwar so, du musst halt einen bestehenden Park an die Straße bauen. Ja. Und den Park kannst du dann über diesen normalen Knopf, wo man halt zusätzliche Sachen baut, erweitern. Und dann kannst du auch nach hinten raus erweitern. Dann kannst du praktisch den ewig erweitern, um die Ecke und so. Ach so. Da muss aber erstmal drauf kommen, genau. Ach siehst du, und ich dachte immer, man upgrade, also man baut die dann genau, um. Genau, er zeigt dann ja so eine Auswahl von Parks an, dachte ich so, hä, ich kann jetzt einfach den Park ersetzen durch einen anderen oder das was ist da ja, los? Das ist ja... Aber du kannst dir halt neue Parks anbauen an den bestehenden. Das ist ja albern. Ja, aber, man muss es dann einmal verstehen, dann geht's. Aber es ist halt ein bisschen blöd, dass sie das nicht sagen. Ja. Aber was auch ein bisschen doof ist eigentlich in dem Zusammenhang, ist, dass du halt nicht Parks umbauen kannst zu einem höherwertigen. Du bleibst auf dem Level. Ja. Ich habe jetzt ja hier einen großen Busbahnhof in der Stadt, wo ich ja hoffe, dass die Leute mit hinkommen. Passagiere von außerhalb sind aber null. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass woanders, dass ich in meiner anderen Stadt halt keinen großen Busbahnhof habe, aber du hast ja eigentlich einen. Also es müssen doch schon mal ein paar Leute von außerhalb kommen, um hier zu arbeiten. Eigentlich schon, ja. Deswegen verstehe ich das nicht ganz. Wie kann ich mir denn hier angucken, gibt es eine Datenkarte, wo gerade Leute arbeiten? Gibt es doch auch. Bevölkerungskarte, Arbeiter hier gerade. Ja, doch, das sind überall Arbeiter. Und hier habe ich ganz viele Schüler und Studenten, die können dann alle hier zur Uni gehen und was lernen. Dann kann ich die Uni irgendwann demnächst mal ausbauen. Also mit der Unistadt in den Grundzügen funktioniert das schon mal so ungefähr, wie ich mir das vorstelle. Muss dann gucken, dass ich die nächste Mal weiter ausbaue. Aber ich glaube, ich springe in der nächsten Folge erstmal zurück zu meiner Hauptstadt und werde dann noch ein bisschen gucken, ob das jetzt klappt, dass da Leute rüberpendeln. Das muss ich mir mal in der Regionsansicht angucken, aber das schaue ich mir erst in der nächsten Folge an, weil die Folge ist schon wieder ewig viel zu lang. Wie immer. Total vorbei. Ja, naja gut, bis dann. Tschüss.